Du hast gestern noch gearbeitet oder nicht? Und Thomas? Schaffst du alle Kanten, ne? Nein, nicht alle. Mal gucken, also wie es wirkt immer auch, ne? Cyberspace haben mich schon seit den 80er Jahren fasziniert. Neuromancer von William Gibson war ein Schlüsselroman für mich. Er ist Ende der 80er Jahre herausgekommen und beschwor die Zeit der Cyberpunks herauf. Knapp 30 Jahre später hat uns die Zukunftsvision der Cyberpunks überholt. Fast jeder von uns jettet ständig per Smartphone in jeder freien Minute durch virtuelle Welten. Das ist schon ein bisschen gruselig. Comics haben mir schon seit über 30 Jahren den manchmal recht grauen Alltag versüßt bzw. aufgehellt. So konnte ich stundenlang und wunderbar in fremden Parallelwelten umherstreifen. Superhelden und Euthanblusa fand ich schon immer klasse. Mich nervte schon, dass alles immer existenzieller und leistungsorientierter wird. Jeder Einzelne berät immer häufiger im eigenen Saft und hat kaum noch Zeit, nach links und rechts zu schauen. Allerdings gibt es auch positive Entwicklungen. Positive Entwicklung.